Dann mag es ja heißen, willkommen zurück zu Sykoden-Drülf. Was machen wir heute? Ich wollte ein bisschen weiterspielen, aber erstmal, weil das ist schon wieder lange her. Fast 2 Monate oder anderthalb oder wie auch immer. Wir hatten letztes Mal aufgelevelt, das sehe ich. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe das letzte Video-Ende angeguckt und dann, dass ich was aufstufen wollte. Ich glaube, ich habe es gemacht. Und dann wollten wir einfach mal jetzt hier so zum Einsteigen hierhin. Das hat man nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht, wenn ich mich irre. Das wäre mal so eine kleine Wieder-Reinkommen-Quest und dann kann man ja, werde ich mich wahrscheinlich für heute dann den Rest des Tages zurückziehen. Das ist jetzt einfach mal nur so eine Aufnahme halt, weil dann werde ich die Charaktere wohl aufstufen, weil wir, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, genau dahin sollten, wo ich das eine Mal auf die Fresse gekriegt habe, wo wir nämlich den dämlichen Guillem oder wie er geheißt bekommen haben. So, was haben wir hier Schönes? Löwe. Geh da einfach rauf. Lightning. So. Und hier machen wir ein bisschen die Skill und Speed. Ach ja, der hat Doken, genau. Alter. Boah, der Zauber ist so cool. Schade, dass es den keinem anderen Suikoden gibt. Er kriegt ja sowieso irgendwie von gar nichts was abgezogen, außer von Magie. Hervorragend. Und dann lassen wir sie mal automensen. Ist natürlich das Chanting weg, aber egal. Auch nicht, egal. Ah, okay, egal. Nicht egal wird er denn eintreffen, wenn er diesen komischen Flug über uns macht, diesen Zickzack-Flug. Sehr schön. Mann, Alter, ich krieg immer noch Level. Ja, wie gesagt, ich stufe dann auf. Bleibt uns jetzt das übrig, als dass ich das mache, bevor wir da zu diesem Story-Event hingehen. Aber für das, dass wir jetzt quasi diesen... Och, komm schon, Alter. Ja, bitte flieg. Ja, danke. Vielleicht macht er das aber auch, weil wir die Firefly-Rune haben, immer nur die Attacke. Ich weiß es nicht, aber wenn ja, ist es auf jeden Fall sehr Porno. Autsch. Und ich würde gerne nicht so viele Gegner haben, bis wir da mal in das Level eingetroffen sind quasi. Denn das sollte eigentlich der Knacker unserer Sache hier sein. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Und dann werde ich mir die Charaktere einsuchen oder zusammensuchen, die wir nehmen, um halt dieses Story-Event zu machen. Die werde ich dann quasi in dem unterirdischen Tunnel werde ich die dann halt aufstufen. Ohne euch, logischerweise. Und ja. Und im Great Hollow war noch ein Hund, ne? Das habe ich auch noch im Kopf. Irgendwie schwibbert es mir hin und her, da könnten wir auch nochmal hinrennen. Aber für jetzt werden wir
den wundervollen Mount Fuji. Ich wollte Fubi gerade sagen, wegen ich habe gerade Breath of Fire 2 durchgespielt. So, das sollten ja wohl normale Gegner sein, hoffe ich jedenfalls. Natürlich nicht. Alter. Ja gut, wenn wir mit allen sterben, er wird noch stehen. Okay, dann machen wir mal das Chanting Volume. Hier machen wir erstmal den Löwen. Hier machen wir vielleicht ein wenig Sword of Thunder. Und genau, und das Chanting Volume. Raises Power und Berserk, Skill und Speed. Ich weiß gar nicht, bringt das was? Mach erstmal das. Was ich da durchkämpfe, finde ich wirklich cool. Ich finde den Fred halt von den Rittern am coolsten, aber schade, dass der halt nichts kann, Alter. Das geht mir voll auf den Sack. Weil er hat ganz gut Magie eigentlich und du kannst ihm nichts anziehen. Also ich glaube, ich habe da schon mal nach dem Internet gesucht, ob es da Lösungen zu gibt. Weil das macht den Charakter, so cool der ist, eigentlich vollkommen, ja, Gurke. Finde ich schade. Aber gut, okay, es muss ja halt, ja, die haben halt sich Mühe gegeben, irgendwie von allem irgendwas zu machen. Das machen sie eigentlich immer bei so Ikonen, ne? Es gibt ja auch ein Spiel, wo man den Schläfer nicht heilen kann und, naja, und so weiter und so fort. Ist das hier der richtige Weg? Jo. Voll cool. Ey, du denkst echt, du bist in der Lüneburger Heide, wenn du das hier spielst. Hey. Lauf, Hugo. Lauf, Hugo. Du brauchst dich überall hängen bleiben und Pinkelpausen machen wollen. Ich weiß nicht mehr, einfach mit den Leuten, die ich jetzt habe, spielen wollen. Ah, ist mir auch egal eigentlich. Lion, da ist er. Tacke und Skill Speed, Power und Berserk. Autsch. Ja, das trifft, glaube ich, alle, ne? Ne, nur Emily. Ja, okay. So viel Energie hat er gar nicht gehabt. So, der ist mir nämlich gerade eingefallen. Ich glaube, den hatten wir noch nicht gemacht. Oder? Der sollte nämlich eigentlich einen Respawn haben. Ja, okay, dann super. Machen wir gleich mal den Löwen. Dann haben wir den weg, den kann man nämlich nur einmal im Kampf benutzen. Dann können wir mit
unserem Freund hier kurz einmal sie heilen, weil sie 100 verloren hat. Und dann können wir hier auch gleich dieses könnten wir. Ja, komm. Heals 20 damage from direct attack, raises enemies by Berserk, skill and speed, speeds up Ally's chanting. Ja, das Ally's chanting, das brauchen wir natürlich nicht. Wir nehmen die, Speed und Skill, glaube ich. Ah, nee, Lowers. Oh, ich vergesse das immer, Lowers. Power and Berserk, so. Also ich glaube, dass er nicht viel Energie hat. Aber den gab es ja schon mal am Anfang des Spiels. Die habe ich ja schon mal erzählt, die erneuern sich ja immer wieder nach einer Zeit. Aber probieren geht über studieren. Ob da neue Sachen in der Kiste sind. So, der trifft aber, glaube ich, alle, ne? Ja. Nee, auch nicht. Roddy. Okay. Ich würde gerne eine von meinen... Oh, kannst du da nochmal machen? Okay. Interessant. Interesting. So, machen wir mal Sword of Thunder. Dann hat er das. Und hier machen wir... Ja, müssen wir weiter drücken, weil... Damit das bleibt. Autsch. Autsch. Alter Schwede, okay. Das war natürlich ordentlich Schaden. Hat doch nichts gegeben. Ja, werden wir wohl auch nichts kriegen jetzt hier in der Kiste. Gehe ich mal von aus. Aber dann haben wir trotzdem wenigstens den Boss nochmal gemacht. Okay, Potsch, ohne Ende natürlich. Die Killer-Rune, die wollen wir natürlich gerne haben. Patched Leather, ja, Takiyoko-Tunic. Das ist alles hier quasi schon. Wir können auch gar nichts mehr verkaufen. Es ist einfach, wir haben von allem viel zu viel. Das lassen wir einfach hier drin. Aber die Killer-Rune, die war natürlich, oder hier die Premier-Armor, können wir die nochmal mitnehmen. Aber, ja, der Rest... Ja, auch die bringt nichts mehr. Also, wir sind da schon... Aber ist egal, die paar Groschen, ob wir die jetzt da zum Verkaufen benutzen, scheiß drauf. Können wir auch erstmal auf die Bank bringen. Weil das Problem ist, das hatten wir ja schon gesehen, wir können in dem Spiel leider nicht auf die Bank... Geld auf die Bank bringen. Finde ich sehr schade. Das ist bis jetzt der einzige Negativpunkt, den ich bis jetzt hier so bemerkt habe beim... Tausendstes Mal Spiel ist mir vorher nie aufgefallen. Oder ich hatte nie Geld. Kann auch sein. Ja, normalerweise wisst ihr das. Ist ja auch fast bei jedem Rollenspiel so. Also du kannst Items auf deine Bank packen. Und du kannst halt Geld auf deine Bank packen. Bei den meisten Spielen ist ja auch noch so, dass wenn du tot gehst, du Geld verlierst. Also auf jeden Fall bei den Breath of Fire Spielen, okay. Obwohl ist das bei... Kann das sein? Oder ist das bei Suikoden gar nicht so, dass man Geld auf die Bank bringen kann? Bin ich total bescheuert? Ja. Dankeschön. So, dann machen wir hier auch mal ein bisschen gewaltigeres. So, und da gehen wir einfach mit drauf. Hadouken! Ah,
eigentlich ein cooler Move. Also das überlege ich mir, wenn ich noch mehr mit... Also das würde ich mir fast bei Huren überlegen, aber der hat, glaube ich, keine Rune mehr frei. Oh, nee, da brauche ich die Runen, die freien, glaube ich. So war's. Ja, das hat weh, ne? Ja, der Rest, der sollte ja wohl... Genau. Crab Rice Bowl. Tja, und dann können wir uns auch, wenn wir hier wieder raus sind, direkt warpen. Und dann war es das auch schon mit der Session. Dann habt ihr einen super Mini-Mini-Mini-Boss gesehen. Der eigentlich noch nicht mal so stark ist wie ein stärkerer Gegner. Aber sehen ist alles. Und ihr habt noch Glück, dass ich hier sehr oft selbstständig aufstufe ohne euch. Ansonsten wäre das Spiel nämlich endlos. Also der Walkthrough, die Playlist wäre endlos. Bei 5 habe ich ja nicht rausgeschnitten, nicht wirklich. Ah ja, Popeye. Können wir ja gut, wir können ja noch kurz zu Koji gehen. Koichi. Oh, nee, oder nee, irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, der kommt nicht nur mit der Hund, wenn man den anderen dabei hat. Also würde ich ein bisschen doof finden. Weil, ja, eigentlich, gut, ich muss mir die auch gar nicht holen. Die zählen ja gar nicht in die 108 Sterne rein, die Viecher. Na, ja, gucken können wir kurz. Und er wartet im Great Hollow, steht da vor allen Dingen. Im. Im gehören auch die Tunnelsysteme zu, oder? Gut, dass er auch sagt, irgendwo im Great Hollow. Ist ja auch ganz klein. Oh. Okay, dann nehmen wir die Hotels und Läden durch. Falls ich ihn übersehe, könnt ihr mir Bescheid sagen, dass ich ihn übersehen habe. Also wie gesagt, ich schaue da auch so mit einem Viertelauge nur hin. Weil so wichtig ist es nicht. Das ist eine Katze. Die würde ich lieber mitnehmen. Auch nicht. Ja, dann bleibt uns ja schon wieder fast nur noch oben, weil ich glaube, der hier, der führt uns raus aus dem Great Hollow. Ich muss gerade mal gucken. Ja, der führt uns da raus. Der da unten auch. Und dann geht es nur noch nach oben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der oben ist. Vielleicht muss er auch wirklich den anderen Hund mitschleppen, aber das ist mir dann zu... Also das kann man ja nochmal ganz zum Ende vom Spiel... Aber das ist mir jetzt so an sich, ist mir das zu. Nerven. Ja, hier auch nicht. So, alle Türen noch einmal und dann haben wir's. Dann geht's hier wieder raus und dann wird sich nach Hause gebeamt in eine Burg. Hallo, hast du was für mich? Kauf dir mal ein Geschenk für deine Nachbarn.
So, da ist das Zelt, wollte ich gerade sagen, das Zimmer von Zeppon, den es nicht mehr gibt. Und jetzt haben wir noch den Raum hier und dann, ja. Dann Koichi oder wie auch immer das Vieh hieß, dann tut es mir leid. Das sieht ganz so aus, als wenn es mir leid tut. Muss leider von den Echsen gefressen werden. Weil die nämlich gerne kleine Hunde mögen, die aussehen wie diese, ja, wie diese Hunde da halt, ne? Die sehen ja so ein bisschen aus wie diese Hunde aus dem einen Film da, diese ganz beliebten aus Japan. Die ganz herzigen, die, ach Gott, da gibt es diesen Film mit Richard Gere, wo der ihn jeden Tag erwartet nach der Arbeit und ja, ich vergesse mal, wie die Hunde heißen. Tja. Aber die Echsen mögen halt solche Hunde sehr. Oh, die haben solche Hunde zum Fressen gern. Deswegen wird jetzt Koichi oder wie auch immer sein Name war, leider gefressen. Weil er will ja anscheinend nicht mit uns mit. Er braucht extra Würste von einem der anderen Hunde. Und deswegen, ja, dann stirbt man halt mal, wird man gefressen. Lebendig übrigens. Vielleicht auch gekocht. Aber lebendig gekocht, so. ich laufe schon wieder nur Scheiße, ne? Halt. Event-Items wollte ich. Gut. Dann gehen wir hier schlafen und dann sage ich jetzt schon mal, macht's gut. Wie gesagt, ich stufe auf, ich check mir meine Charaktere, wenn ich will. Also, das war unseren First Guard-Leutnant dabei haben und unseren Magier ist ja prinzipiell klar. Hugo auch. Was bleibt mir übrig, ne? Selbst wenn ich nicht wollte. Ja, und die anderen, das schauen wir. Ich suche uns eine geile Gruppe zusammen, auch wenn nur zwei gewechselt werden. Okay, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao, euer Shepard. Und bleibt sauber und lasst euch den Tarn nicht versauen, weil das Leben nämlich reichlich kurz ist.